Heute für euch die 6 gefährlichsten Jobs der Welt. Los geht's! Nummer 6. Krokodil-Wrestler. Wenn man diesen Job hat, muss man schnelle Reflexe haben. Es gibt in Asien Zoos, wo Menschen für die Unterhaltung der Zoobesucher mit Krokodilen für mehrere Minuten, manchmal auch Stunden, kämpfen müssen. Zum Beispiel halten sie ihren Arm, ihre Beine oder manchmal auch ihren Kopf in das offene Maul eines Krokodils. Es gab dabei schon einige Verletzte. Diese Attraktion gibt es schon seit 1985. Und die Nummer 5. Hochhaus-Fensterputzer. Stellt euch vor, ihr putzt eure Fenster. Aber das von außen und in hunderten Metern Höhe. Und eure einzige Sicherung sind 4 Drahtseile. Wenn ihr mich fragt, ist das auf keinen Fall ein Job für Menschen mit schwachen Nerven. Oft sind sie auch starken Winden und Böen ausgesetzt, welche plötzlich auftreten können. Es gab schon einige Unfälle, darunter auch tödliche. In New York sind zwischen 1983 und 2008 75 Menschen beim Fensterputzen gestorben. Naja, das ist nicht gerade der schönste Tod. Und die Nummer 4. Minenräumer. Der Job ist einfach erklärt. Wenn eine Mine gefunden wurde, dann muss sie meistens entschärft werden. Bei diesem Prozess kann schon der kleinste Fehler den Tod bedeuten. Es ist wie in den Filmen, das blaue oder das schwarze Kabel durchtrennen. Bis eine Entscheidung getroffen wird, kann es mehrere Stunden dauern. Zwischen 1996 und 2002 sind insgesamt 500 Minenräumer gestorben. Das wäre auf jeden Fall nichts für mich und meine unruhigen Hände. Und die Top 3. Unterwasserschweißer. Ja, diesen Beruf gibt es tatsächlich. Aber was kann einem da schon passieren, fragt ihr euch? Ganz einfach. Durch technische Fehler kann zum Beispiel die Gasflasche explodieren oder man kann natürlich auch ertrinken. Bei diesem Job ist auf jeden Fall Multitasking gefragt, da man tauchen, schweißen und auf jede Kleinigkeit achten muss. Jedes Jahr sterben 6 bis 13 Unterwasserschweißer. Sie müssen zum Beispiel Wracks zerkleinern, um diese dann leichter aus dem Wasser zu bekommen. Also heiß wird denen auf jeden Fall nicht beim Arbeiten. Und die Nummer 2. Brückenmaler. Klingt erstmal gar nicht so gefährlich, ist es aber. Die Washington-Brücke in New York braucht ein ganzes Jahr, um gestrichen zu werden. Kein Wunder, sie ist ja auch 40 Meter hoch und 724 Meter lang. Um Brückenmaler zu werden, muss man mehrere schwierige Aufgaben lösen, um dann sein Leben aufs Spiel zu setzen. Eigentlich echt verrückt, oder? Auf jeden Fall auch ein Job für harte Nerven. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1. Ihr wollt mal wieder einen richtigen Adrenalinstoß bekommen? Dann bewerbt euch doch einfach als Zielmädchen. Ihr werdet im Zirkus mit Messern beworfen und bekommt dafür sogar Geld. Natürlich wollen die Messerwerfer nur ganz knapp an euch vorbeiwerfen, aber auch das klappt leider nicht immer, weshalb auch dieser Job zu den gefährlichsten der Welt zählt. Jetzt könnt ihr euch noch die besten Jobs auf dieser Welt anschauen. Einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, ciao!